Hallo, 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 hier ist eine neue Ausgabe von Global News bei Schoki Banuki New Television. Nach dem Intro werden wir erstmal wieder den Mark Hagenbeck irgendwo in der Welt anrufen. Ich bin mal gespannt, wo der unterwegs ist. Und ich wähle schon die Nummer von Mark Hagenbeck. Ich bin gespannt, ob er gleich rangeht. Kann nicht so lange dauern. Und dann frage ich ihn mal ein bisschen aus. Ah, es klingelt schon. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Hagenbeck? Ah, der Herr Hagenbeck. Hallo. Mentalist und Hey, Gedankenleser sind Sie. Sascha! Ja, Mensch. Wo bist du Warte mal, ich will dich unterwegs? ganz leise. Warte mal ganz kurz. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ja, ich kann natürlich lauter reden, wenn ich möchte, aber du kannst ja auch die Ohren Hörst du anstrengen. mich jetzt? Ja, ich höre dich die ganze Zeit. Ich höre dich ganz leise. Wahrscheinlich hängt es wieder damit zusammen. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich besser. Ah, Ja, jetzt hörst du hey, mich besser, ist ja ein Sascha! Ding. Ja, genau. Ja, Hast du ein bist. Headset angeschlossen, ne? Ja, genau, das ist ein bisschen schlechter, ne? Du bist in der Welt unterwegs. Ja, ich bin hier in Klosters in der Schweiz. In Und Klosters? Klosters, ja, hat nichts mit Kloster zu tun, obwohl doch hier wurde mein Kloster erbaut. Ich glaube, danach wurde das benannt. Aber das ist ein ganz toller Ort hier in der Schweiz und ich zeige mir eben, ich sitze hier gerade quasi auf dem Berg und jetzt kann man mal so ein bisschen hier mal Panorama sehen. Und hier gibt es ganz, ganz tolle, ganz klasse Wanderwege. Und also für Wanderer ist das hier genau das Richtige und ich lasse es mir gerade hier so richtig gut gehen. Ich habe Also gerade für eben schon Wanderer ist leck. das Richtige, aber was machst du denn da? Ich habe heute Abend hier einen Auftritt. Ach so, ja, ich dachte, weil du bist ja kein Wanderer, oder? Ja, doch, doch, doch. Ich bin gerade auch schon gewandert und sitze jetzt hier und habe schon einen Apfelstrudel verdrückt. Ach, guck mal, Hagenbeck Ja. muss 10 Kilo abnehmen, hieß es ja irgendwann. Ja, genau. Arsch geleckt. Das darf mein Trainer nicht hören, ja. Ja. Habe ich gesagt, ich hätte Apfelstrudel gegessen? Stimmt Ja. nicht. Nee, habe ich nur Nächste behauptet. Challenge für Hagenbeck muss ist, Hagenbeck muss 10 Kilo zunehmen. Das hast du denn in 3 Tagen geschafft. Nein, nein, Hagenbeck muss das Apfelstrudelrezept herausfinden. Genau, super. Als Gedankenlese ja richtig schwierig. Ja, genau. Ja. Aber was macht Klosters denn noch aus? Ach, Klosters ist ein ganz schönes 4.500 Seelendorf, kann man sagen. Hier ist Wintersport natürlich angesagt in der Winterzeit. Ich weiß gar nicht, ob man es gerade im Hintergrund sieht, so ein bisschen. Ich glaube schon. Es gibt hier natürlich einen Skilift, wie überall hier im Gebiet. Und Eishockey gibt es hier auch. Die sind sogar ganz gut im Eishockey, habe ich eben gelesen. Was ich ganz interessant finde, ist hier im Wald, die haben hier manchmal Probleme mit den Lawinen und mit dem Geröll. Die haben also einen riesen Schutzwall vor Geröll hier aufgebaut vor ein paar Jahren. Und es gibt Masten, die sind hier permanent mit Sprengstoff beladen, habe ich eben gelesen. Was? Ja, und wenn der Schnee liegt, dann werden diese Lawinen kontrolliert durch diese Masten gesprengt. Geil, oder? Die Schneelawinen werden durch die Masten durchgesprengt. Also die Schneedecken werden durch die Masten gesprengt. Ja. Da werden halt kontrolliert dann Lawinen ausgelöst. Ja, genau. Ah, okay. Und ja, genau. Warst du da auch schon mal zur Winterzeit oder bist du jetzt nur das erste Mal da? Nee, ich bin jetzt nur das erste Mal jetzt für den Auftritt da, aber ich komme bestimmt noch mal mit der Familie wieder, weil das ist echt super. Ich habe eine ganz tolle Pension gefunden, mit einem ganz knuffigen Zimmer in so einem 300 Jahre alten Haus. Das ist wirklich Herrlich. absolut toll. Ach, Ja, herrlich, Mensch. Das ist Mensch, klasse, Marc, das ist also klasse. man könnte ja Ja. fast neidisch sein, wenn man nicht in deiner Haut stecken müsste in dem Moment. Ganz genau. Und Naja. du hast heute einen Auftritt als Mentalist oder Ja. was machst du da? Genau, heute in Klosters im Kulturschuppen. Das ist so ein Kleinkunst, so eine Kleinkunstbühne. Und ja, da spiele ich meine Show Rhein Metal, das Kino in deinem Kopf, weil ich ja dieses Jahr meine Abschiedstournee spiele am Rhein Oh, entlang. machst du Howard Carpendale oder was? Ich mache da Howard Carpendale, jawohl. Der Hansi Hinterseher, ne? Ich sing nicht beim Wandern. Heißt das, wir können uns freuen und nach dieser Tournee ist dann nichts mehr mit Mark Hagenbeck Gedankenleser? Ja, das hast du dir so gedacht. Nee, da startet dann mein neues Programm, der Psychotainer. Ach so, was ja schade. eigentlich auch schon läuft. Genau, ab dem nächsten Jahr läuft es offiziell das Ja. neue Programm, ja. Ich habe gedacht, Abschiedstournee ist dann sowas wie, ja, ich höre auf für den ganzen Tag. Ja, hast dich zu früh gefreut, hast dich zu früh Ja, gefreut, Mist, Elert. schade. Hast dich zu Naja, früh gefreut. gut. Ja. Ja. Ja, Mark Hagenbeck in der Schweiz, in Klosters, Ja. bei Global News. Freut mich, von dir gehört zu haben. Wir werden Alles demnächst klar. noch mehr ein bisschen von dir hören. Also ich hoffe, nicht zu viel. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Arsch. Okay, mach's gut, ihr Lieben. Cheerio, Miss Tschüss. Sophie. Grüß mir die Heimat. Tschüssi.